herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Tom Bent, das letzte Mal im Jahr 2009, schätze ich mal, mit einem letzten Beitrag für Musotalk. Ja, das ist Rick, den schätze ich sehr. Und ansonsten schätze ich auch sehr mein quasi komplett neues Studio, denn ich habe es mal gewagt und komplett von Null ein ganz, ganz anderes System aufgebaut. Und das besteht aus keinem Mac, sondern einem PC, einem Core 2 Quad mit 4x2,8, 4 GB RAM und eine Terabyte Platte, eine Grafikkarte für zwei Monitore ohne Lüfter. Und der ganze Spaß hat sparsame 470 Euro gekostet. Das jungfräuliche System wurde mit einer Windows 7 DVD bestückt und hat sich innerhalb von 20 Minuten selbst installiert und an den Start gebracht. Dazu kam eine ganz neue Audio-Hardware, und zwar ein Lexicon Ionics U42S. Und das ist mir irgendwo letztens mal aufgefallen, weil ich das Design so klasse finde. Hab's einfach bestellt und unglaublich. Aluminiumgehäuse, das Design ist wirklich klasse. 4 dBx Mikrofon Preamps, SPDIF In-Out, sodass ich mein Aphex 207D Preamp anschließen kann und verfüge somit über 6 Mikrofonaufnahmekanäle plus 2 Instrument-Ins. Das Ding hat 2 getrennt regelbare Kopfhörer-Outs, einen großen Big Knob für die Gesamtlautstärke und Hardware-Monitoring. Das heißt, die Signale gehen hardwaremäßig direkt durch und ich kann mit einem Regler den Anteil des DAW-Signals, was vom Computer kommt, noch zumischen. Das Ganze über USB und kostet 379 Euro. Ich war einfach mal neugierig und wie gesagt, habe das Ding bestellt. Und ich bin echt von Socken. Die Preamps klingen total gut. Das Handling ist ziemlich klasse. Es räumt den Arbeitsplatz extrem gut auf. Und der Sound, die Digital-Analog-Wandlung, ist unglaublich. Es hat mich echt einen Schritt nach vorne gebracht, weil da irgendwas besonders ordentlich gemacht wird. Die Adam A7, die klingen ja von sich aus schon mal gar nicht so schlecht. Aber ich habe mit dem neuen Lexicon nochmal eine neue Transparenz in puncto Abhörqualität gewonnen. Und das finde ich wirklich großartig. Das war sehr, sehr signifikant. Der Kopfhörersound ist auch ganz klasse. Was mich dann zum nächsten Thema bringt. Einen neuen Kopfhörer habe ich auch. Und zwar den AKG K701, der mir empfohlen wurde, von dem ich gar nichts wusste und das auch mal einfach ausprobiert habe. Und mich auch total begeistert, weil der Kopfhörer klingt nicht so geschlossen. Man hat den Sound nicht so im Kopf, sondern eigentlich doch eher das Gefühl, dass man die Sachen mehr von außen hört. Und von daher, wie ich finde, sogar ziemlich gut mischen kann. Und das Ding natürlich mitnehmen kann. Das heißt, man hat eine Situation, Hörsituation, die man kennt und die man überall hin mitnehmen kann. Des Weiteren, nochmal zurück zum Computer. Was ist da neu? Ja klar, dieses Jahr kam Record und ich habe dann mal versucht, ob ich mit einem rein nativen System das hinkriege, was ich denn eigentlich machen möchte. Und zwar, ja, jetzt endlich meine CD fertig kriegen. Und so läuft auf diesem Rechner lediglich die Record-Reason-Kombination. Und zum Mastern gibt es noch ein Wavelab mit dem Isotope Ozone 4 Plugin und das hat mich wirklich auch ziemlich begeistert und sogar dazu geführt, dass ich jetzt komplett auf meine Universal Audio Hardware verzichten kann und rein nativ arbeite und das, was hier auf diesem Rechner ist, auch eins zu eins identisch auf meinem Laptop haben kann. Das heißt, dass ich Projekte mitnehmen kann, austauschen kann und mit dem AKG-Kopfhörer zusammen immer eine total solide Produktionsumgebung für unterwegs habe. Und wenn ich mal mehrere Mikrofonkanäle aufnehmen muss, das Lexicon, wie gesagt USB 2, sehr komfortabel,
ist auch am Laptop angeschlossen unterwegs eine gute Lösung, um mal Drums oder ähnliches live aufzunehmen. So gehe ich denn total nativ in das Jahr 2010, in das neue Jahrzehnt. Wie gesagt, hoffentlich mit einer neuen CD und auch mit zwei Produktionsprojekten, die Anfang nächsten Jahres definitiv wieder starten. Und so hoffe ich, dass ihr auch einen guten Jahreswechsel habt, entspannte Feiertage, macht ein bisschen gepflegte Musik. Denkt dran, die nächstes Jahr auch mal aufzuführen. Wir wollen euch auch mal auf einer Bühne sehen. Und dann sehen wir uns wieder. Grüße an Don Eric und das Music Talk Team. Vielen Dank für 2009 und 2010, das erste richtige Jahrzehnt des neuen Jahrtausends, wird bestimmt großartig. Bis dann.